Glück auf, meine Kumpel und Malocha. Herzlich willkommen zu diesem Schalke-Update. Ist ja einiges passiert die letzten Tage, letzte Woche. Und aktuell bin ich ja noch in Paris. Deswegen möchte ich das mit euch hier in diesem Video diskutieren, die ganzen Themen. Und anschließend werden auch wieder Livestreams kommen. Hier auf YouTube oder auf dem Twitch-Kanal. Checkt unbedingt den Twitch-Kanal ab. In der Beschreibung unten findet ihr den Link dazu. Und ich würde sagen, fangen wir direkt mal an mit dem ersten Thema. Ich habe hier einen schlauen Zettel mit bei, damit wir auch gar keine Themen vergessen. Und gerne kommentiert anschließend eure Meinung unter dem Video. Dann lasst uns das so, ja, nicht live machen, aber dann halt, dass ihr eure Kommentare dann hier drunter schreibt und dass wir dann da vielleicht ein bisschen diskutieren können. Also erstes Thema Florent Mollet, die Neuverpflichtung aus Frankreich. Ich muss sagen, Hut ab, Don Schröder, unser Sportdirektor hat da wirklich was gezaubert. Für 500.000 laut Sky, laut Kicker, wird er nur 500.000 kosten, hat einen Marktwert laut Transfermarkt von 6 Millionen. Allein das ist schon eine Hausnummer. Sollen wohl noch Bonuszahlungen folgen, gegebenenfalls bei Klassenerhalt. Sowas stelle ich mir da bestimmt vor. Kann das wahrscheinlich auf 1,5 Millionen noch hochgehen. Aber selbst das ist super ausgehandelt und vor allen Dingen stellt das gar kein Risiko dar. Und den Spieler feiere ich total. Muss ich wirklich sagen, sehr, sehr starker Spieler, der zwar 30 Jahre schon alt ist, aber ich glaube, der wird noch seine 2-3 Jahre jetzt auf gutem Niveau spielen. Gerade für seinen Spielstil muss man nicht unbedingt eine sehr, sehr starke Dynamik haben, weil er durch eine sehr, sehr starke Technik und Schuss- und Passspiel sich auszeichnet. Aber er bringt dazu auch noch eine gute Dynamik mit. Also das ist jetzt kein Standfußballer oder so. Der kann auch gut und gerne mal an einem Spieler vorbeigehen, dribbeln, Körper reinhalten etc. Sehr, sehr stark. Natürlich sein Schuss extrem gut. Hat immer wieder Scores jetzt in der ersten Liga in Frankreich erzielt. Sehr, sehr starken auch Fernschuss, was uns ein bisschen mehr Alternativen auch bringt. Dazu ist er noch sehr, sehr stark bei Standardsituationen, was uns auch eine Variabilität gibt. Im Moment ist, glaube ich, Ovejan so der einzige Standardschütze. Jetzt kann man das vielleicht auf zwei Schultern verteilen. Dazu kommt auch noch ein sehr, sehr gutes Passspiel. Der kann die sogenannten Laserpässe durch eine Abwehr spielen und er wird unserem Offensivspiel einfach sehr, sehr gut tun, da er ja sehr, sehr viel Variabilität ins Spiel mit reinbringt. Er bringt trotzdem eine gewisse Dynamik mit rein, bringt aber auch diese Erfahrung mit, um das Spiel mal zu beruhigen und ist auch in seinen Aktionen sehr, sehr vielseitig. Also vom Passspiel sehr unberechenbar, von den Schüssen mal aus der Distanz unberechenbar, kann vielleicht hier und da mal ein Tor über Standardsituation erzielen. Und bin wirklich froh, dass wir diesen Transfer abgewickelt haben. Kann mir auch vorstellen, dadurch, dass wir jetzt vielleicht ein paar jüngere Spieler noch dazu holen, dass der so einer ist, wo sich die jüngeren Spieler auch orientieren können im Mittelfeld. Dass da so ein Anker im Mittelfeld ist. Und sehr, sehr starker Mann. Hut ab, Schröder. Hast du sehr, sehr gut gemacht. Bin sehr zufrieden. So, zweiter Name, Kramer, unser Trainer. Ja, natürlich war ich auch erstmal skeptisch, wie die meisten, glaube ich, wenn man jetzt so dieses Jahr Bielefeld so im Kopf hat, wo er abgestiegen ist letztendlich, wurde vorher noch entlassen. Natürlich ist gerade dieses Negative sehr, sehr präsent, aber es gibt durchaus viele Punkte, die auch für den Coach sprechen und wir müssen jetzt einfach an ihn glauben, müssen ihn supporten und das geht alles gemeinsam. Ich hoffe, dass dieser Weg, den wir gegangen sind in der zweiten Liga, dass wir den so fortführen. Dazu gibt es auch eine sehr, sehr starke Rede von Knebel. Könnt ihr euch gerne angucken, habe ich auf dem Kanal. Ich glaube, das letzte oder vorletzte Video müsste das sein. Könnt ihr mal angucken. Emotionale Rede, wo er es auf den Punkt gebracht hat, dass man den Leuten auch einfach mal eine Chance geben muss. Ich meine, er hat jetzt noch keine Trainingseinheit gemacht und wurde von so vielen schon abgeschrieben. Oder aber auch sogar noch heftig kritisiert, teilweise ins Persönliche, muss ich sagen, hat er nicht verdient. Und ich finde es sehr, sehr gut, dass er sich dieser Aufgabe stellt. Der hat
mit Büskens einen sehr, sehr starken Mann neben sich, aber er weiß auch, dass er sich dieser Stärke bedienen kann. Und da hatten viele andere Trainer hatten Angst davor. Der will ja auch, oder hat zumindest bisher noch keinen Assistent mitgebracht. Das heißt, er möchte ja von dem Team, was aufgestiegen ist, möchte er intensiv mit denen zusammenarbeiten. Finde ich auch sehr, sehr stark. Ist natürlich noch im Gespräch, ob vielleicht ein Assistent kommt. Aber das ist jetzt nicht dieser Assistent, der typischerweise immer mit einem Trainer mitkommt, sondern er lässt sich voll und ganz auf Schalke ein. Und ich finde auch gut, dass Schalke an sich jetzt auch ganzheitlich denkt. Ne, die bauen jetzt Experten auf gewissen Bereichen, sei es jetzt im Vorstand selbst, auf Vorstandsebene oder darunter oder jetzt im sportlichen Sinne. Und dementsprechend holen die dann Spieler dazu, die da passen, Trainer dazu, die da passen. Und bauen nicht wieder alles um, machen dann wieder einen komplett neuen Weg, sondern die haben jetzt einen Weg, den die konsequent verfolgen, wo es auch sehr, sehr gute Werte gibt, die zu dem Verein passen. Beispielsweise dieses gemeinsame, zusammen im Team ein Ziel verfolgen, finde ich sehr, sehr stark. Und ich glaube, das kann ein guter Weg werden. Müssen mal gucken, wie das Ganze dann aussieht. Aber erstmal vollen Support von mir hier an der Stelle. Ich drücke dem Kramer da auf jeden Fall die Daumen. Hab mir jetzt auch ein bisschen mal mehr über den angeguckt. Muss sagen, klar, jetzt in Bielefeld zuletzt nicht erfolgreich, hatte aber auch da gute Zeiten. Da ist am Ende die Luft ausgegangen. Also der hatte auch zwischenzeitlich letzte Saison stellenweise Platzierungen über dem Relegationsplatz oder auf dem Relegationsplatz, was für Bielefeld einen Erfolg darstellt, gar keine Frage. Und gegen Ende ist da die Luft ausgegangen. Die haben aus den letzten 7 Spielen einen Punkt geholt. Und hätten die da vielleicht einen besseren Schlusssport, Endsport hingelegt, wäre da möglicherweise noch etwas drin gewesen. Von daher, der ist im Abstiegskampf, kennt er sich aus. Und von der Spielweise passt er sich auch eher den Mannschaften an. Also ich habe gehört, jetzt in Salzburg, wo er auch Trainer war im Jugendbereich, hat er sehr, sehr offensiv spielen lassen. Bei Bielefeld jetzt teilweise defensiv. Man muss aber auch mal Bielefeld generell betrachten. Die hatten einen sehr, sehr schwachen Sturm jetzt über mehrere Jahre. Generell auch verletzungsanfällige Spieler im Sturm. Und dazu kommen sehr, sehr viele Spieler aus der zweiten Liga dazu geholt, die dann im Sturm spielen. Vielleicht war da einfach nicht die Qualität da. Ja, möglicherweise lag es da auch an der Qualität. Und dann versucht man ja das Beste als Trainer rauszumachen. Wenn du vorne nicht stark bist, dann konzentrierst du dich auch auf die Defensive. Und ich hoffe, dass man auch Schalke versucht, mutig nach vorne zu spielen. So hat er es angekündigt. Wäre mir auf jeden Fall lieber, weil ich glaube, in unserem Kader steckt auch eine Menge Potenzial für vorne. Und bin da einfach mal gespannt, was der Kramer da macht. Und ja, kriegt da auf jeden Fall meinen Support. Und dann schauen wir mal die ersten Spiele, wie der sich schlägt. Gucken mal die Vorbereitung, wie das aussieht. Und wir landen ja jetzt sehr, sehr gute Transfers, machen eine gute Figur auf dem Transfermarkt. Und wenn wir dann eine konkurrenzfähige Mannschaft bekommen, kann das natürlich sehr, sehr gut laufen. Und es geht natürlich auch nur um Klassenerhalt, ne? Hier jetzt darf hier keiner von Europa träumen oder sowas. Wir müssen zusehen, dass wir die Klasse halten. Das wird schwer genug als Aufsteiger. Wir haben mit das geringste Budget in der Liga. Bochum ist unter uns, Bremen auf einem ähnlichen Niveau. Alle weiteren Mannschaften sind über uns. Wenn es jetzt nach Geld gehen würde, würden wir auf dem 16. oder 17. Platz die am Ende beenden. Aber da es nicht um Geld geht, sondern Fußball immer noch ein Leistungssport ist und auf dem Platz ist wichtig und nicht wie viel die Gehälter bekommen. Deswegen müssen wir einfach mal abwarten, was für ein Kader der Schröder zusammenstellt und wie gut der Kramer diesen Kader dann ja, dahin bekommt, dass der Kader gute Leistungen bringt. Und da bin ich optimistisch, dass wir uns da auch ja, gut platzieren werden. So, nächste Thematik, die Torwartposition. Sehr, sehr interessant. Haben dann einen Neuzugang. Hekeren aus der Oberliga Oberhausen ist er zu uns gewechselt, 21 Jahre alt. Soll wohl nur die Nummer 2 werden. Da soll noch ein Stammtorhüter kommen. Im Gespräch Ortega, da sieht es vielleicht jetzt ein bisschen schlechter aus, war ja immer mein Wunschkandidat. Der Kramer hat sich zwar positiv über ihn geäußert auf der PK,
aus Bielefeld hört man immer wieder, dass die sehr zerstritten sind und nicht das beste Verhältnis haben. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass das mit dem Ortega vielleicht nichts wird. Wäre immer noch meine Wunschlösung, wenn die sich zusammenraufen. Ich meine, der war ja auch Stammspieler unter Kramer. Dann wäre das für uns sehr, sehr stark. Ansonsten ist Schwolow im Gespräch. Schwolow war ja schon mal, oder Schwolo war ja schon mal bei uns im Gespräch vor 2 Jahren, bevor der nach Hertha gewechselt ist. Da hat das nicht ganz funktioniert, weil wir nicht die Ablösesumme bezahlen konnten, die Freiburg sich vorgestellt hat. Und ja, hat die letzten 2 Jahre zwar Stamm gespielt bei Hertha, aber nicht die beste Figur gemacht. Der hatte häufig Patzer drinne. Ist trotzdem ein Torwart, den ich eher so zum modernen Spiel dazu zählen würde. Generell, wenn man so an seine Freiburg-Zeit denkt, hat er eine gute Figur gemacht. Und wenn er da wieder hinkommt, dann könnte das durchaus auch ein guter Transfer für uns sein. Bei Hertha zuletzt ja sehr, sehr viele Spieler unter den Erwartungen geblieben. Und vielleicht tut ihm da auch ein Tapetenwechsel gut. Ich glaube, häufig ist es, oder ich denke, Spieler, die ja lange Zeit bei einem Verein schlechte Leistungen gebracht haben, da wird es schwer, die wieder auf ein altes Niveau zu bringen. Aber das fängt bei mir meistens bei 3, 4, 5 Jahren an, wo die schlechte Leistungen gezeigt haben. Dann ist irgendwann vorbei. Wenn man jetzt 1, 2 Jahre schlechte Jahre hatte bei einem neuen Verein, wenn da die Anpassung nicht ganz so gut geklappt hat, dann ist da, glaube ich, noch ein Weg, den Spieler auf sein altes Niveau zu bringen. Und ja, wäre ich jetzt persönlich nicht komplett traurig, wenn wir den holen. Ist wohl eine Leihe im Gespräch als Plan B, wenn das mit Ortega nicht funktioniert. Und ist mir beispielsweise lieber als ein Früchtel oder einen Damen auszuleihen, womöglich ohne Kaufoption, und dann junge Torhüter für den Mainz oder für den FC Bayern auszubilden. Da lieber ein Schwolow, wo du weißt, der hat schon Bundesliga gespielt, der hat schon gute Leistung gebracht und vielleicht kriegt man da ja auch noch eine Kaufoption oder Kaufpflicht hin. Ortega, wie gesagt, Wunschlösung. Lange hat seinen Vertrag verlängert, finde ich auch gut. Der wird wohl neuer Torwart Nummer 4. Ich glaube, dadurch, dass wir jetzt den neuen Torwart aus Oberhausen bekommen haben, der Hekeren, plus jetzt die Langer-Verlängerung, plus wir suchen einen neuen Stammtorhüter, kann ich mir fast vorstellen, dass ein Fährmann wechseln wird oder zumindest auf der Tribüne sitzen wird und dass man versucht, den irgendwie die Prämien, die wahrscheinlich mit Kadereinsätzen zu tun haben, versucht, die irgendwie rauszubekommen, damit ein bisschen mehr Gehälter frei sind. Und wenn du dann Hekeren beispielsweise auf die Bank setzt oder Lange auf die Bank setzen kannst und dadurch Prämien im 100.000-stelligen Bereich sparen kannst pro Monat zum Beispiel, dann ist das eine gute Sache. Und ich glaube, für Fährmann wäre das auch auf jeden Fall nochmal die Chance, jetzt irgendwo unterzukommen, vielleicht nochmal Spielzeit zu sammeln, wenn er denn noch Bock hat, als Torwart zu spielen. Und dann kann er ja gerne immer noch zurückkommen und bei uns dann ja irgendwann nochmal als Langer, wenn der die Karriere beendet hat, da als Torwart Nummer 3 kommen für die Kabine, um die jungen Torhüter zu pushen oder halt als Mitarbeiter irgendwann zurückkommen. Hat auf jeden Fall sich nie zu Schulden kommen lassen, hat immer wieder sich zurückgekämpft, auch wenn er mal Nummer 2 gewesen ist, auch nach Verletzung, häufig dann auch wieder Nummer 1 gewesen. Irgendwann ist vielleicht dann auch der Punkt, wo man dann nicht mehr zurückkommt, weil es einfach sportlich nicht mehr funktioniert. Aber rein menschlich hat er auch auf Gehalt verzichtet, ist das ein super Typ, Schalker durch und durch und immer sehr, sehr gern gesehen. Und ja, wie gesagt, wenn er noch selber spielen möchte, kann er gerne irgendwo noch mal unterkommen. Ich glaube, das wäre für beide Seiten gar nicht mal so verkehrt. Und danach kann man ja mit ihm auf jeden Fall weitermachen, in welcher Form auch immer. So, dann haben wir Tobias Mohr. Da habe ich mich sehr, sehr persönlich sehr, sehr gefreut, da ich den Spieler schon damals in Aachen mal gesehen habe. Kommt aus Heidenheim, sehr, sehr schneller Spieler. Damals in Aachen auch sehr, sehr gut gespielt zu seinen Anfängen. Und bringt, glaube ich, vieles mit, was uns bereichern kann. Uns fehlt auf jeden Fall Geschwindigkeit, das bringt er mit.
ist auch allgemein so ein Dauerläufer-Typ. Also der hat eine sehr, sehr hohe Ausdauer. Der läuft die Linie rauf und runter. Und ja, ich habe auch gehört, Kramer bevorzugt so ein laufintensives Spiel. Da passt so ein Mohr natürlich voll ins Bild. Aber auch so von den Scores her, letztes Jahr bei Heidenheim, das ist jetzt auch nicht der beste Verein in der Zweitliga, auch zweistellig gemacht. Von daher ein sehr, sehr guter Mann, für wenig Geld geholt, besten Fußballeralter, 26 Jahre alt. Muss ich sagen, auch da Schröder sehr, sehr guten Transfer gemacht. Klingt jetzt auch ein bisschen nach einem 4-3-3, beziehungsweise auch nach Außenspielern, 4-2-3-1 möglicherweise. Man ist auch weiterhin an Chulinov dran. Da soll, wie ich das auch hier in einem Video, könnt ihr euch auch mal angucken, Chulinov-Video. Ich weiß nicht, vor 10 Videos oder so hochgeladen, habe ich auch vorgeschlagen, dann mach doch ein Leihgeschäft mit einer Kaufpflicht meinetwegen. Gibt Stuttgart jetzt 500.000 und später 2,5 Millionen und dann lasst uns das so über die Bühne machen. Dann kann man das Ganze ins nächste Jahr verteilen und dass man jetzt dann einen guten Kader hat, der auf Bundesliga-Niveau ist, die Klasse hält und dann da auch die Summe dann bezahlt, weil Stuttgart fordert 3 Millionen, das ist er aktuell nicht wert, aber wenn er eine gute Saison in der Bundesliga spielt und wir die Klasse halten, dann können wir diese Summe auch bezahlen. Von daher kann man das gerne so machen. Und ja, Mohr, Chulinov, vielleicht ein Sidi Sané aus der Jugend hochholen, Bülter, gegebenenfalls kommt noch ein Neuzugang. Das sind schon einige Neuzugänge, die dann auch auf Außen spielen können. Und da kann man sich auch sehr, sehr gut vorstellen, dass der Kramer dann auch so ein System spielen wird. 4-2-3-1 oder 4-3-3. Fände ich persönlich nicht so schlecht. Dann haben wir noch Tom Kraus. Ja, ist so gut wie fix. Ich habe da auch gewisse Quellen, die gesagt haben, dass das eigentlich schon durch ist. Und freue mich mega auf den Transfer. Soll wohl eine Leihe werden mit Kaufpflicht von 4 Millionen. Und muss sagen, der Spieler ist sehr, sehr gut. Bin da auch sehr, sehr überzeugt, dass der ja, über kurz, über lang sehr, sehr stark werden kann. Also, wenn man so mal durchliest, was so Nürnberger über ihn schreiben. Also, ich persönlich würde ihn vergleichen mit einem Goretzka. Viele vergleichen, jungen Goretzka natürlich, viele vergleichen ihn auch mit Kimmich, weil er so ein Anführertyp ist. Ist in seinen jungen Jahren wirklich ein Anführer, der die Mitspieler mitreißen kann, schon allein von seiner Art und Weise. Und er ja, ist ein technisch guter, aber auch so ein Kämpfertyp auf dem Platz. Und auch ein guter Läufer, zieht Sprints, ist da auf dieser Position im zentralen Mittelfeld, Sechserbereich, sehr, sehr gut, macht viele Meter und ist auch als Teamspieler voll da für seine Mitspieler. Und bin da mit diesem Transfer auch super zufrieden, haben wir echt einen guten Transfer erzielt. Wenn da alles passt, kann er sich weiterentwickeln bei uns und wird viel, viel mehr wert sein als diese 4 Millionen. Und das ist natürlich dann auch voll an die Zukunft gedacht und sehr, sehr gut gelöst. Und der letzte Name, den ich hier habe, ist Onana. Spielt derzeit bei Girondins Bordeaux. Ist ein sehr, sehr geiler Spieler, muss ich sagen. Auch ein junges Talent. Ist als Sechser, ich glaube, zweit- oder drittbester Spieler unter 25 oder von den unter 25-Jährigen, der die meisten Tacklings oder Balleroberungen geholt hat und in den Top 5 liegen. Und ja, das zeigt ja einfach nur, wie viel Impact der eine Mannschaft geben kann. Ich glaube da nicht so ganz so dran an den Transfer, würde mich aber mega freuen, weil Girondins Bordeaux 10 Millionen fordert. Das können wir nicht zahlen. Wenn man auch an Itakura denkt, das wird nicht möglich sein. Maximal, wenn Kabak, Harit uns für Millionensummen verlassen, dass da ein Umsatz von über 15 Millionen oder sowas erwirtschaftet wird, dann ist das vielleicht möglich. Ein Malik Chau, der immer mal wieder genannt wird, wenn der uns für eine zweistellige Summe verlässt, dann vielleicht ja, aber glauben tue ich da nicht wirklich, würde mich aber mega freuen, weil ich eine Menge von dem Transfer halte. Ja, das waren so die Themen der letzten Tage, letzten Woche. Wird man gerne eure Meinung zu wissen, schreibt mal gerne rein.
Und dann bin ich auch bald wieder zurück in Deutschland und dann wie gewohnt im Livestream unterwegs. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und bis dahin Glück auf. Ciao, ich bin draußen.